Oh Gott, ich glaube, es kommt tatsächlich nochmal zum Fight. Weil wir auch sonst nichts zu tun haben. Das ist aber auch ein Schwert. Jetzt beenden wir es. Hm. Ich weiß nicht, ob wir es beenden. Jo, alles klar. Sollte dich dem Schicksal klaut. Schnauze! Okay. Yo, 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 ja. Ich kann. Was ist los, Klau? Ich weiß nicht, wie ich den Kampf gewinnen soll. Ich kriege hier die ganze Zeit um die Fresse. Auch nicht ausweichen. Du kannst nicht ausweichen. Er ist definitiv immer. Ah, Schock. Und dann springt er auch noch weg. Was soll das? Keine Chance. Hast du Angst vor mir? Oder warte mal, ich glaube, das Limit werde ich mir noch aufheben. Wenn er nämlich wieder down ist. Jetzt gebe ich an. So, nochmal kurz Gegenstand, Megatrank auf mich. Das sollte reichen. Warte noch mal ein bisschen, vielleicht mal einen Schock haben. Dann können wir gleich noch mal einen reinhämmern. Aber das ist doch so krass, was der schluckt an Schlägen. Das ist Wahnsinn. Aber sind wir zu zweit, sehr gut. Nicht wirklich. Bist du bereit? Immer doch. So. Gut, denn wie gesagt, Limit. Limit hebe ich mir mal auf. Aua. Au, oh, Alter. Oh, ist doch gut jetzt. Ist doch gut jetzt. Es ist doch gut. So, ich muss mich unbedingt. Yeah.
wir haben noch kaum was von ihm runtergeraspelt. Ja, ich mega gerne. Ach, warte, weißt du, ich hau ihn einfach nur mit rein. Gucken, was er dazu sagt. Welche letzten Worte? Oh, Alter. Und wir haben gerade mal, ich würde mal sagen, triplet vielleicht gerade mal runter. Ist das alles? Ich glaube, ich werde gleich mal versuchen, ihn irgendwie zu... Oh, ich komme da auch nicht weg von dem Knie. So, warte mal, ich würde mal versuchen, ihn vielleicht mal zu analysieren. Leicht resistent gegen Feuer, Eis, Blitz, Wind, ja. Also, da brauche ich gar nicht erst anfangen mit Magie, es sei denn, natürlich mich nicht selber dann zu heilen. Ja, das sieht nicht gut aus. So wird das nichts. Ja, das war's denn wohl. Noch nicht ganz, aber gleich. Gut, das war's jetzt. Das war's. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Beuge dich dem Schicksal, Cloud. Schnauze! Du kannst auch nicht mal eben so zur Seite springen. Du kannst auch nicht mal eben so zur Seite springen oder einfach blocken. Also du hast kein effizientes Mittel. Du kannst eigentlich nur raufkloppen. Ja gut, das kann jetzt auch ein Zufall gewesen sein. Volle Konzentration. Sollte reichen. Hast du Angst vor mir? Ich glaube, das war eher ein Zufall gerade. Dass ich eine Schwachstelle vielleicht von ihm gesehen habe.
Aber bis Barrett sind wir schon gekommen. Ich meine, zu dritt, mehr als zu dritt geht ja nicht. Also wir müssen ihn insgesamt dreimal legen, dann ist er natürlich weg. Bist du bereit? Immer doch. Hast du Spaß? Nichts überstürzen. So, ich glaube, das Ding ist, man muss immer zwischen den einzelnen Charakteren wechseln, um die möglichst schnell HTB hochzukriegen, damit wir halt die speziellen Fertigkeiten halt rausholen können. Das ist eine andere Chance, sehe ich da gerade nicht. Ich habe aber auch die Befürchtung, dass wir zu schwach gelevelt, mein Gott, zu schwach gelevelt haben. Jetzt ist Schluss, kapiert? Habe ich so die Befürchtung. Was wollte ich denn jetzt? Phoenix wieder. Geht es wieder? Hast du Spaß? Ich zähl auf dich. So, Gegenstände, Elixier. Einmal auf Cloud, bitte. Du bist am Zug. Das Spiel ist aus. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne beschwören. Oder nicht? Gut jetzt. So, jetzt beschwören. Ifrit. Guck dich an. Wir
willst du jetzt noch leveln? Ich kann jetzt nicht leveln. Ich kann entweder durchziehen oder ich kann es sein lassen. Oder das Spiel deinstallieren. Das kann ich noch höchstens. Nee, das wollte ich nicht. Esper Flammstoß. Limit. Kreuzschlag. Ich muss mich aber gleich erstmal massiv heilen. Lassen. Cloud braucht auf jeden Fall wieder ein bisschen was. Tiefer. Ja, wir haben die Feed kaum genutzt, das ist echt blöd. Aber was soll ich machen? Ich brauche die ATBs momentan so dringend. Mein Gott, ich bin so im Spiel drin. Auf jeden Millimeter konzentriere ich mich hier. Oh. So, warte mal. Ich gehe mal auf. Ich zähle auf dich. Auf Fertigkeit, maximale Wut. Ich sehe nichts. Alter, ich seh nix! Vielleicht muss ich gleich erstmal heilen. Das war möglichst jetzt. Oh, und zwar jetzt, ganz dringend. Maximale Wut. Doch. Alter Schwede. Oh, jetzt aber massiv auf Cloud.
Magie. Vita. Auf Cloud müsste eigentlich gleich kriegen. Und Barrett muss eigentlich auch gleich kriegen. Hat jetzt Cloud gekriegt oder nicht? Oh, jetzt hat er gekriegt. So. Limit. Rauf. Welche letzten Worte? Nicht übertreiben. Ohne Schuld. Ja! Ist er tot? Oh, Alter. Fucking Finne. Nee, nicht ein bisschen. Für die Hoffnung. Nee, mach Feierabend. Auch Sephiroth braucht mal irgendwann eine Pause. Mann, der gesamte Kampf hat jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, ich habe ja gerade eine neue Aufnahme gestartet, eine Viertelstunde gedauert. Also entweder haben wir irgendwas... Ja, schauen wir mal. Sieh dich vor. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. Leih mir deine Kraft, Cloud. Nö. Lehn dich mit mir gegen das Schicksal auf. Vergiss es. Nein, komm. Lass mich in Ruhe. Nur noch 7 Sekunden bis zum Ende. Aber es ist nicht zu spät. Die Zukunft entscheidest du, Cloud. Vizedirektor. Direktor. Richtig. Hm.
Hauptsache, einer freut sich. So fühle ich mich auch gerade. Hast aber du genauso gesehen? Bitte. Vielen Dank. No. X. Ist Jesse also auch nicht weit? Ich wusste, dass sie nicht tot sind. Marlene? Komme! Warte auf mich. In welche Richtung sollen wir gehen? Sephiroth. Solange er lebt. Muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Hm.
Suchen wir ihn. Nö, ich will nicht. Zusammen. Ich komm mit. Für die Verfolgung. Braucht ihr einen Fährtenleser? Ich bin auch dabei. Der Typ will schließlich den Planeten zerstören. Und ein Feind des Planeten ist ein Feind von Avalanche. Oh, das ist ein schönes Bild. Außer, dass es jetzt anfängt zu regnen. War das vielleicht ihre erste Liebe? Sie sprach ja mal von ihrer ersten Liebe. Und dass Cloud sie an ihn erinnert. Der Himmel macht mir Angst. I would be lost, drifting alone. Ah, die unbekannte Zukunft, oder nee, die unbekannte Reise wird fortgesetzt. Was für ein geiles Spiel. Was für ein geiles Spiel. Zwischendurch hat es mich, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen abgefuckt. Also manche Szenen waren wirklich so, denkst, oh, aber was für ein elend geiles Spiel. Was für ein wahnsinnig geiles Spiel. Ich glaube, das Spiel ist in jeder Hinsicht, also zumindest geht es mir so, in jeder Hinsicht, dem Original alle Ehren wert. Also muss ich sagen, und muss ich sagen, ich bin sogar der Meinung, Final Fantasy VII ist für mich ein komplett neues Spiel. Also ich meine, ich kenne ja sowieso nicht jede Facette von Final Fantasy VII. Das ist bei mir eben Jahre her. Da vergisst er halt vieles. Eben halt, wie ich schon immer gesagt habe, so kleinere Häppchen kennt man eben dann doch von den Szenen her. Aber trotzdem, auch die Szenen, die man kennt, die spielen sich wirklich komplett wieder neu. Wirklich ganz komplett. Und das finde ich so richtig, das finde ich richtig genial im Spiel. Mal abgesehen von der Technik. Also ich meine, wie das Spiel inszeniert ist. Die Musik ist richtig klasse, die einzelnen Charaktere mit so viel Liebe gezeichnet und auch mit so viel Tiefgang. Das ist nicht einfach nur so, dass sie gesagt haben, so, ah, hier, guck mal, pack mal einen Cloud hin, da mal eine Tifa und so weiter, einfach so hingeklatscht, sondern wirklich richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Und, naja, wir haben es geschafft. Wir haben im ersten Part Final Fantasy VII geschafft, vom Remake. Und, ja, jetzt bleibt es nur noch abzuwarten, wie sich Square Enix entscheidet, wie die sich entscheiden, ja, erstens mal, wie es weitergeht. Gut, das ist schon relativ klar, wie es weitergeht. Aber vor allem, wie es weitergeht, wie viele Teile es geben wird. Gibt es 2 Teile, gibt es 3 Teile, 4, 5, 6 Teile? Und was kommt da noch alles zu? Auch gerade so, und das fand ich auch so besonders auch so richtig gut, dass sie eben nicht nur gesagt haben, so, wir machen jetzt ein 1:1 Remake, sondern dass sie halt auch so viele Facetten mit eingeführt haben. Dass sie zum Beispiel auch gesagt haben, wir geben dem Charakter Aeris wesentlich mehr Tiefe, dass wir auch ein bisschen mehr von der Hintergrundstory von Aeris erzählen und so weiter. Und das finde ich so wahnsinnig gut. Das finde ich so wahnsinnig gut und das macht das Spiel wirklich so wahnsinnig einzigartig. Weil es gibt, glaube ich, kein Spiel, was so dermaßen von den Charakteren und von der Story so dermaßen tief geht, sage ich jetzt mal, wie Final Fantasy VII. Das ist auch mit einer der Gründe, warum das mit einer meiner Lieblingsspiele ist. Es ist natürlich kein Spiel, was du mal ebenso zocken kannst. Auch gerade wenn man sieht, was für einen Weg wir noch vor uns haben. Ja? Das war jetzt nur der erste Part von weiß der Geier, wie vielen Teilen. Ja? Und wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viel das gewesen sind, vielleicht 50 Spielstunden? So, gehen wir von 3 Teilen aus, dann hast du mal eben 150 Spielstunden. Minimum. Also was für ein affengeiles Spiel, wirklich. Und das ist natürlich auch immer der einzige
negative Punkt. Irgendwann bist du halt am Ende. Und gerade so wie jetzt, dann bist du halt vor so einer, du bist zwar froh, es geschafft zu haben, aber du bist auch irgendwie vor so einer Art Leere. Du weißt so, okay, jetzt hast du, jetzt ist es erstmal vorbei, jetzt musst du erstmal wahrscheinlich wieder ein, zwei Jahre warten, bevor der zweite Teil kommt. Und ja. Und ich habe wahnsinnigen Respekt, das habe ich aber auch schon mal anderen Spielen gesagt, wahnsinnigen Respekt vor Spielen, wo man sich auch mit den Charakteren identifizieren kann, wo man tatsächlich auch, gerade so wenn man im Team spielt, wirklich dann auch für die Partnercharaktere, nee, ist das einfach mal wirklich alles gibt. Bei anderen sagst du, ach komm, lass den vernibbeln, passt schon, und bei anderen Spielen meine ich. Und hier, da tust du wirklich alles für die Gruppe. Und das ist wirklich extrem geil gemacht. Manche Sachen natürlich auch stark übertrieben, ne? Wie zum Beispiel die Szene im Honigtopf, wo wir das kleine Dance-Battle hatten. Auf der anderen Seite macht das Spiel auch wieder so dermaßen sympathisch. Es ist Wahnsinn, ist das. Grandios. Heftig. Echt heftig. Also das ist wirklich so ein, kann man wirklich sagen, so Final Fantasy 7, ob das Original oder jetzt das Remake, das sind wirklich so Spiele für die Ewigkeit. Kann man nur so sagen, ist halt so. Na, wirklich grandios. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich es jetzt erstmal durchgespielt habe für den ersten Part. Weil manchmal, da ging ich wirklich am Stock. Manchmal bist du natürlich auch selber ein bisschen schwer gemacht. Und jetzt gerade bei Sephiroth, ja, ich glaube, dass der Sieg, der kam einfach so zustande, ich habe einfach zwischen den Charakteren immer hin und her gewechselt. Bei dem einen Charakter habe ich einen Befehl ausgelöst, habe dann den nächsten aktiviert, um dann halt den ATB-Balken möglichst vollzuladen. Das war eigentlich die Siegestrategie, dass ich immer versucht habe, jeden Charakter möglichst schnell mit den ATB-Leisten aufzufüllen, dass wir heilen können, dass wir unsere Spezialfertigkeiten auslösen können und so weiter und so fort. Na? Aber ihr habt es ja auch selber gesehen, aber es hat mich natürlich trotzdem ordentlich geschlaucht. Und in manchen Szenen, da denkst du nur, gerade wie mit den Hunden zum Beispiel. Oh, krass. Echt krass. Aber wie ich schon sagte, ich kann es ja eigentlich nur zusammenfassen. Eigentlich mit eines der geilsten Spiele auf diesem Planeten, muss man einfach ehrlich so sagen. Also ich wüsste nicht, welches Spiel ansatzweise auch nur an Final Fantasy rankommt. Jetzt nicht von der Thematik her, aber auch von dieser Tiefe und von der Liebe zu den Charakteren her. Also, wüsste ich nicht. Na, The Last of Us war zum Beispiel sehr, sehr gut, und auch Uncharted war zum Beispiel sehr gut. Uncharted war ja mehr Action. The Last of Us geht auch schon wirklich sehr tief, aber ist natürlich von der Spieldauer nicht so lang und relativ geradlinig, sage ich mal, und teilweise auch vorhersehbar, was du hier eher nicht so hast. Ganz schwierig. Ja, und ob ich natürlich, weil ich das gerade hier noch im Chat lese, ob ich die anderen Teile auch streamen werde, ich gehe mal davon aus, fragt sich natürlich, wann kommen die Teile? Wann kommen die Teile, wenn das tatsächlich in ein, zwei Jahren ist? Was ist in ein, zwei Jahren? Weißt du ja auch nicht, ne? Da kann sich dann noch alles ändern. Und ich mag auch diesen Abspann. Ich blende mich mal eben aus. Echt klasse. Und das Schöne ist ja jetzt eigentlich, wir haben zwar den ersten Part geschafft, aber wir wissen, dass es ja weitergeht. Was meinst du, oder was meint ihr, wie man sich erst fühlt, wenn man komplett die ganze Story komplett durchgespielt hat? Ist wirklich komplett am Ende. Und dann ist plötzlich nichts mehr da. Das ist immer so bei solchen Spielen immer das Problem. Man mag eigentlich solche Spiele irgendwo gar nicht zu Ende spielen. Und hier hat man ja noch ein bisschen was vor sich. Das ist ja okay, aber nichtsdestotrotz heftig. Und hier schöne Szenen, echt. Schöne Szenen. Johnny, ja. Der Vollpfosten. Und Jesse, die schuldet uns noch eine Pizza, Jesse. Die schuldet uns. Und Bix ist ja auch am Leben. Ich denke mal, das ist Jesse. Also wenn Bix am Leben ist, dann wird auch Jesse am Leben sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Charaktere tatsächlich auf der Strecke bleiben. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wie es im Original war. Nachher mit Cloud und Aeris und Tifa, wie sich das da so ergibt. Ich weiß nicht. So von der Sache her glaube ich eher so, der Clouds Verhältnis so zu Aeris und Tifa. Tifa ist tatsächlich mehr so sein, also das ist glaube ich eher so seine Jugendliebe. Das ist eigentlich eher so tatsächlich so ein bisschen mehr Liebe. Und bei Aeris ist es, glaube ich, mehr so dieses,
spirituelle, also ich, das sind natürlich sicherlich auch Gefühle von seiner Seite, aber ich glaube, das ist eher so Bruder-Schwester-Verhältnis, mehr so beschützen und so weiter. Aber tiefer ist es eben tatsächlich dann tatsächlich die Emotion, schätze ich mal. Ich weiß es gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das Original da endet. Ich will mich das auch gar nicht, will mich da auch gar nicht weiter drum kümmern, ganz ehrlich gesagt. Extrem gut. Was sind wir für Wege gelaufen? Ja, an dieser Stelle könnt ihr mir ja mal schreiben in die Kommentare, was euch bei Final Fantasy jetzt im ersten Teil am besten gefallen hat. Was euch weniger gefallen hat. Das würde mich interessieren, welcher Part vielleicht von Final Fantasy hat euch am besten gefallen? Ich wüsste jetzt gar nicht, welcher Part mir am besten gefallen hat. Ich glaube, tatsächlich so der erste Part in Sektor 7, wo wir, glaube ich, mit Tifa unterwegs gewesen sind. Und da so die Aufträge gemacht haben, das war noch relativ am Anfang. Oder ganz weit am Anfang. Das hat mir, glaube ich, noch so mit am meisten gefallen. Ich mag Tifa als Charakter eben halt auch gerne und Aeris zwar auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Original fand ich Aeris jetzt nicht so. Aber hier muss ich echt sagen, geil. Wirklich sehr, sehr sympathisch. Und das muss man erstmal hinkriegen, dass die Charaktere so designt sind, von ihrer Art und Weise her, von ihren Dialogen her, von ihrem Aussehen her und dass man doch wirklich zu denen so eine Beziehung aufbaut. Dass man die einfach sympathisch findet. Das hat man nicht bei jedem Spiel. Aber ja, gut, Final Fantasy muss man ja auch fairerweise sagen. Final Fantasy VII ist jetzt, glaube ich, sowieso mit auch schon im Original schon eines der besten Spiele und eines der bekanntesten Spiele und am meist gefeierten Spiele. Also das, da sieht man ja auch mit was für einem Schwergewicht die eigentlich in dieses Remake reingegangen sind. Ja, genau, die Verbindung zum DualShock-Controller wurde natürlich getrennt. Der hat auch keinen Bock mehr, der hat auch Bock auf Feiern. Und wie gesagt, mit welchen Erwartungen man dabei gegangen ist. Ich meine, Final Fantasy VII, das Remake, das ist ja schon seit Jahren angekündigt. Seit Jahren angekündigt und ich glaube, es gibt, glaube ich, kein Spiel, was so erwartet oder wo man sich so drauf gefreut hat. Und dem nachher gerecht zu werden und vielleicht sogar noch eine Schippe draufzulegen, ist, glaube ich, ganz schwierig. Und eben halt, wenn du halt das Original hast, was sowieso schon so dermaßen viele Fans hast. Also ich glaube, wenn du da nur ein Stückchen verreist, wenn du da nur von der Story her oder ein Charakter nur irgendwie verreist, dann ist das ganze Spiel gleich im Works. Und die haben das wirklich richtig gut hingekriegt, dass es da eigentlich keine Situation gab, wo ich sagen würde, Mensch, da hätte man Final Fantasy VII vielleicht einen Ticken besser machen können. Wüsste ich jetzt nicht. Also, ich wüsste echt nicht, welcher Part mir am besten gefallen hat. Das, was ich gerade sagte, mit Sektor 7 vielleicht, aber ansonsten. Was natürlich richtig geschlaucht hat, das waren jetzt die letzten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das jetzt gewesen sein müssen. Also die letzten 2-3 Stunden, wo wir wirklich unsere 4-5 Bosskämpfe hatten. Ich weiß schon gar nicht mehr, mit was das überhaupt anfing. Rufus hatten wir. Wir hatten einmal Rufus. Wir hatten. Na gut, Shinrad selber gilt ja nicht. Wir hatten Rufus. Dann hatten wir diesen auf der Autobahn, dann hatten wir Zephyros, dann hatten wir noch diesen großen Geist, dann nicht jetzt einfach mal, diese große, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, diese großen Obermeura oder wie der hieß. Dann hatten wir, glaube ich, noch einen fünften. Ich meine, es waren fünf. Ich glaube, 5 Bosskämpfe waren das hintereinander. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ach, unten richtig, da unten war ja mit Barrett und Tifa, war ja noch dieser große Roboter, der war ja auch noch. Es sind das 5. 5 Bosskämpfe innerhalb von, ich weiß nicht, 2 Stunden. Das Rennen mit den Motorrädern. Ja, ich glaube, das hatte ich auch mit aufgezählt. Ansonsten wären es sogar 6 Bosse. Müsste ich nochmal nachzählen. Also 5 oder 6 Bosse waren es. Also Rufus, nochmal. Rufus. Den auf der Autobahn, das hatte ich ja gesagt. Dann dieser Roboter unten mit Barrett. Dann dieser Obergeist, dieser Obermeure oder wie man das nennen kann. Und Sephiroth hatte ich schon gesagt, also ich glaube, es müssen 5 sein. Es müssen 5 sein. 5 Bosskämpfe. 5 fette Bosskämpfe.
Und das, wie gesagt, innerhalb von 2 Stunden oder so. Heftig. Ach ja. Sehr cool. Das ist auch schön so zusammengestellt hier, so die ganzen, so diese ganzen kleinen Szenen. Das fand ich sowieso mal toll. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel das gewesen ist. Ich glaube, das war aber Magic. Nee, nicht Magic. Mana. Secret of Mana war das, glaube ich. Oder war das doch Link? Also Zelda? Da gab es zum Ende hin, als ich das Spiel geschafft hatte, ist der Hauptcharakter nochmal quasi in jedes einzelne Dorf gegangen. Ist nochmal zu jedem einzelnen Hauptcharakter, den man so im Laufe der Story so besucht hat und mit dem man vielleicht Geschichten zusammen erlebt hat, nochmal hingegangen, hat nochmal mit denen gequatscht und so. So wie hier, so eine kleine Best-of-Zusammenstellung. Und ach, das ist echt krass. Aber da muss ich sagen, da war ich doch damals so ein bisschen, dachte ich. Also bei Secret of Mana. Ich glaube, das war Secret of Mana. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Sehr, sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal meinen Ton noch weg. Ich lasse jetzt die Credits nochmal durchlaufen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Wartezeit bis zum zweiten Teil von Final Fantasy VII. Wann auch immer der kommen mag, ich schätze mal so, ja, ich weiß nicht, vielleicht so 2 Jahre, kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die schon mit den Planungen für den zweiten Teil soweit durch sind und dass sie angeblich die nächsten Teile auch ein bisschen schneller veröffentlichen, weil sie jetzt im Prinzip ja das Kampfsystem und die ganzen Charaktere sind ja fertig. Jetzt müssten sie die in Anführungszeichen nur noch zusammenschustern, beziehungsweise in die anderen Locations reindrücken. Und ist natürlich nicht mal eben getan, aber angeblich geht es ein bisschen schneller. Aber was ist bei denen schnell? Dass man es halt nicht erst in 5 Jahren bekommt, sondern erst oder schon in 3 oder 4 Jahren. Aber allein die Tatsache, dass sie noch nicht mal sagen können, wie es jetzt konkret weitergeht, vom Zeitplan her und von der Aufmachung, ob es nun 3, 4, 5, 12 Teile sind, das wissen die ja selber noch nicht mal. Also da kann man, glaube ich, schon erwarten, dass das noch ein paar Jährchen tatsächlich dauern wird. Nun gut, aber trotzdem vielen Dank, dass ihr an dieser Stelle bis hier zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, Final Fantasy VII. Genauso gut gefallen wie mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren, welche Einstellungen ihr dazu habt. Auch wenn das negative Einstellungen sein sollte, auch gerne. Hat ja jeder seine Meinung. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle erstmal. Wir sehen uns in ein paar Jahren wieder, wenn das zweite Kapitel rauskommt. Gehabt euch wohl. Schaut bei den anderen Let's Plays rein, wenn ihr Lust habt. Bei den anderen Projekten. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Okay. Deine jetzige Charakterwaffen haben dabei erhalten. Warte mal, das muss ich mal kurz mal gucken. Du kannst nun über System, Kapitelauswahl, jedes beliebige Kapitel noch einmal spielen. Deine jetzige Charaktere, Waffen und Materia bleiben dir dabei erhalten. Mache dich auf die Suche nach unabgeschlossenen Aufträgen und Storyabständen. Tauche noch tiefer in die Geschichte ein. Oh. Das ist natürlich die Frage, ob man da vielleicht nochmal ein bisschen hochleveln kann. Also man kann tatsächlich jetzt noch Aufträge noch machen. Das heißt, wir könnten auch theoretisch in die Kampfarenen rein. Okay. Der Schwierigkeitsgrad schwierig wurde freigeschaltet und kann in der Kapitelauswahl für jedes Kapitel ausgewählt werden. Nein. Mache dich auf die Suche nach speziellen Manuskripten. Nach speziellen Manuskripten. Oder verstärke deine Waffe auf das Maximum. Auf schwierig können deine Gegenstände eingesetzt werden und an Rastpunkten werden nur TP geheilt. Okay. Im Hauptmenü kannst du unter System Spielfortschritt bisherige Kampfstatistiken und Storywegpunkte einsehen. Okay. Bonus EP und FP. Die im Kampf erhaltenen Erfahrungspunkte werden doppelt und Fertigkeitspunkte für Materia werden dir dreifach angerechnet. Ein neuer Kampfsimulator. Irgendwo in Hojos Labor findet sich ein neuer Kampfsimulator. Wähle in der Kapitelauswahl das 17. Kapitel aus und versuche dich an dieser neuen Herausforderung. Motorrad-Minispiel überspringen. Du hast nun die Option, das Motorrad-Minispiel zu überspringen. Minispiel ist gut. Okay. Okay. Du kannst das im Haube noch nicht schließen. Wähle über die Kapitelauswahl und das System ein Kapitel, um das Spiel vom neuen zu... Nein. Du kannst unter System auch zum Titelmenü zurückkehren, solltest aber vorher einen Endspielstand speichern, da du ihn sonst verlierst. Okay. Ja, das werde ich das erste, was ich erstmal machen werde, ist erstmal speichern. So. So, einmal speichern. So, jetzt aber. Gut, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an euch auf YouTube. Vielen Dank natürlich auch an Twitch. Und vielen Dank an Square Enix für dieses geniale, ich kann es nur auf den Punkt bringen, dieses geniale Spiel. Und ich hoffe, es geht bald weiter. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Let's Play von Final Fantasy oder von irgendeinem anderen Let's Play. Also macht es gut, gehabt euch wohl und ja, lasst euch nicht ärgern. Bis denn. Tschüss.